Unsere Ziele sind höher gesteckt, nämlich das Flugzeug zu benutzen, um die Menschen und die Nationen einander näher zu bringen. Ich habe im Laufe des Bauprozesses festgestellt, dass dieser Hangar zu so einer Art Monument in Mönchengladbach herangewachsen ist. Und das finde ich einfach spektakulär. Sowohl innen als außen wird es alle überraschen. Es sieht fantastisch aus und ist, glaube ich, der Mehrwert, den wir in dieser Stadt haben wollten. Wenn das Flugzeug da drin steht, dann sollte man sagen, ja, das muss so sein. Das ist gar nicht ohne denkbar. Wir sind sicher, dass der Hangar aufgrund seiner architektonischen Bauweise, aber auch durch die Lage hier im Flughafen Mönchengladbach, eine große Strahlkraft haben wird, auch über die Stadtgrenzen Mönchengladbachs hinaus. Die Bürger der Stadt freuen sich sehr auf den Hugo-Junkers-Hangar. Wir bekommen viel positive Resonanz. Wir haben hier ein Modell von der alten Tante Ju, das haben wir als Leihgabe zur Verfügung gestellt bekommen, alte Fotografien. Und alle freuen sich auf die Eröffnung.